zusammen und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich habe jetzt mittlerweile herausgefunden, wie ich an meine Belohnung rankomme. Und zwar muss ich den Belohnungsagenten finden. Und ja, habe ihn auch schon gefunden. Und bei dem bekomme ich jetzt die Belohnung, die ich mit diesem Gutscheincode einlösen konnte. Kaufen? Warum kaufen? Wird beim Aufnehmen gebunden. Ja, bitteschön. Ich kann das nicht kaufen. Warum kann ich das nicht kaufen? Das ist meins. Ich will das haben. Also alle Gegenstände des Pakets sind an den Account gebunden. Ja, kann ich das denn bitte jetzt... Kann ich das hier rüberholen? So? Hm? Was muss ich denn damit machen? Ihr werdet diesen Gegenstand über den Postdienst im Spiel erhalten, wenn ihr 500 Cent über ARK auf euren Account transferiert. Euer Ernst? Ja. So viel dazu. Es gibt offensichtlich keine kostenlosen Belohnungen in diesem Spiel. Dann hat sich das erledigt. Vielen Dank für nichts. Ja, jetzt bin ich hier nicht mehr in diesem Gebiet, wo ich eigentlich sein sollte. Wo ich die Quests mache quasi. Was bist du nochmal für einer? Händler Hanf... Hafenallegio? Wie auch immer. Was ist das für ein Ding? Der hatte so ein brutzelndes Dings. Ist egal. Ich habe aber eine sehr interessante Sache herausgefunden, und zwar, wenn man hier auf die Weltkarte geht, findet man hier so eine Karte. Wenn man auf Weltkarte geht, findet man eine Karte. Sehr schön. Und Goryeolstraße, nein. Dann kann man hier die Dinge anklicken und findet automatisch einen Glitzerpfad dahin. So. Und jetzt führt mein Glitzerpfad wieder zurück zu dem Tor. Und ich komme über die Brücke des schlafenden Drachen zurück zu diesem Black Lake irgendwas. Ich werde diesen Weg jetzt aber rausschneiden, weil das ja eigentlich überflüssig ist. Bis gleich. So, wieder in Black Lake angekommen, ist meine nächste Quest natürlich... Moment, erstmal mein Zeug hier verkaufen. Oh, nein, das bis später. Das ist kein Händler. Gefreiter Branley, Neverwinter Wache. Die rollen sich hier durch die Gegend. Ja, die nächste Quest ist die mit diesen Todesratten. Und da muss ich, glaube ich, diesen komischen Typen befreien, der die Krone gestohlen hat. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Momentchen mal. Mir fällt gerade ein... for Inventory. Ich habe die wundervollen Stiefel noch gar nicht angezogen. Die eigentlich sogar viel besser sind als meine jetzigen. Was ist das hier nochmal? Erste-Hilfe-Paket. 11% kritischer Treffer, finde ich gut. Gewölbe-Erkunde-Paket. Was ist das hier? Erforderliche Klasse taktischer Magier. Bin ich nicht. Hätte ich verkaufen können. Kann ich hier unten verkaufen, oder? Hier unten, da ist doch so ein Geld. Geldwechsler, Schüler, irgendwas. Hi, bei dir kann ich doch mein Stuff verkaufen, richtig? Zweitwaffenkämpfer. 14. Cool. Ja, mit 14 Silber komme ich zwar immer noch nicht weit, aber besser als gar nichts. Und jetzt muss ich hier in die Abwasserkanäle. Nom nom nom. Okay, erstmal Leben auffüllen. Hier ist natürlich alles sehr schlammig. Und modrig sind schließlich die Abwasserkanäle, ne? Was erwartet man noch anderes? Eine Wehrratte. Ein Lakai. Ah, da sind noch mehr. Wo zum Henker? Sind da noch welche? Nein. Okay, es sind offensichtlich kleine Rattenviecher, die hier tatsächlich rumlaufen. Und es ist wirklich schon eine Schande für diesen Typen, dass er sich von denen hat entführen lassen, oder? Also ich finde es schon ein bisschen hart. Gibt es hier irgendwas, was ich... Oh, hi! Okay, ich muss zugeben, die sind doch nicht ohne. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein. Schiff, schiff, schiff. Oh Gott, vergiften die mich? Scheiße, die vergiften einen. Nein. Ah, Mann. Ich habe kein Ziel, ich weiß. Oh, ein Schwert. Was mir nichts bringt, weil ich es nicht benutzen kann. Ah, Mann.
Okay, dunkler Klee. Bringt er mir irgendwas? Kein Plan. Jo, okay. Ich muss meine Meinung über diese komischen Rattenviecher doch nochmal ändern. Die sind doch größer und stärker, als ich erwartet hatte. Ich guck mal, ob ich die hier rauslocken kann. Oh Gott, jetzt kommen sie alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hi. Du da. Komm mal hier raus. Stirb. Ja. Das ist ein ziemlich großer Ratterich. Dieses komische Elfenbein-Dingsbums wieder eingesammelt hier. Sieht nach Abwasserkanal aus. Sieht man das? Und das. Da ist ein Hebel. Ich gehe davon aus, dass ich den betätigen muss. Aber erst wenn ich. Ich habe kein Arcane-Paket. Ja, ist gut, ist gut. Leiter runter. Ja. Dann tun wir das doch mal. Hier sind Kisten. Nein! Aua! Mein Charakter ist verletzt. Geringe Verletzerpunkte sind niedrig. Mit einem Heiltrank können sie wiederhergestellt werden. Verwenden Sie Bandagen oder bleiben Sie 5 Minuten nahe eines Lagerfeuers, Uff. um eine geringe Verletzung auszukurieren. Ja, scheiße. Okay, ich bin in eine Falle gerannt. Ich glaube, ein Schurke hätte die Falle sehen können. Ich leider kann es nicht und dementsprechend brauche ich jetzt, glaube ich, das erste Mal dieses Erste-Hilfe-Paket. Schwere Verletzung zu einer kleinen Verletzung umwandeln. Ist das eine schwere oder eine kleine Verletzung, die ich habe? Ich weiß es nicht. Was sieht man das hier? Verletzt. Verwendet Erste-Hilfe-Paket, um eure Verletzung zu heilen. Kleine Beinverletzung. Reduziert ihre Renngeschwindigkeit um einen mittleren Wert. Okay, dann werde ich jetzt das auf jeden Fall einmal einsetzen. Verwenden. Okay, die Verletzung ist getilgt. Dann muss ich jetzt aber auch durchaus mal einen Heiltrank verwenden, um wieder voll da zu sein. Mann, 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 scheiß Fallen, ey. Und das für einen einfachen Pelz, Eisenerz und ein bisschen Kupfer. Und einen Gürtel. Okay, offensichtlich ist da doch mehr drin gewesen, als ich gedacht habe. Gürtel des Abenteurers. Nee, 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 so nicht. Über die Falle drüber hupfen. Okay. Da! Nein. Oh, hier sind überall solche Fallen, kann das sein? Jetzt bin ich schon wieder verletzt. Und Facebook. Hallo Facebook. Oh Gott. Okay, Körperverletzung. Was macht die jetzt bei mir? Die vermindert stark eure maximale Trefferpunkt. Oh. Jetzt muss ich natürlich wieder. Ich will nicht die ganzen ersten. Manu. Manu. Ja gut, okay. Es bleibt mir im Prinzip nichts anderes übrig. Verwenden. Boah, diese Fallen sind echt mies, Leute. Diese sind echt richtig mies. Kommt, kommt, kommt. Ich habe mich einmal getroffen. Das ist wundervoll. Noch nicht vollständig regeneriert. Dann warten wir einfach noch, weil ich will diesen Typen möglichst direkt ordentlich treffen. Ja, warte. Jetzt. So. Na toll, jetzt rennt er natürlich auf mich zu und die Attacke bringt relativ wenig. Autsch. Da kommen ja noch mehr. Mann, da werden ja mal mehr hier. Scheiß kleine Rattenviecher. Schützendes Amulett, was ist damit? Heilige Scheiße, Mann. Verschwinde. Okay, wartet, 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 wartet. Kuh. Ha. Mann, 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 der war echt nicht ohne. Ja, gib mir das. So, und dann nehme ich das noch mit und nehme das noch mit. Schriftrolle der Identifikation. Vier oder fünf. Ich habe noch jede Menge von den Heiltränken. Dann nehme ich mir die doch mal. Kleiner Heiltrank verwendet.
Okay. Ich habe um 10 nach, glaube ich, angefangen. Hui. Schon wieder ein Schwert, eine Waffe, irgendwas in der Art. Oh nein, sag mir nicht, ich habe... Jetzt habe ich den Heiltrank vollkommen umsonst eingesetzt, einfach. Scheiße. Naja, gut. Ah, die sehen gefährlich aus. So. Ah, ging doch relativ gut. Ich finde vor allem durch diese Flächenangriffe, finde ich, bin ich sehr gut beraten. Und komme ja eigentlich relativ gut durch. Kommt man da irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Sieht ja schon stark aus mit den Lichteffekten hier, finde ich. So, hier kommen wahrscheinlich Todesrattenhort. Oh. Flare Bottom. Der sieht gefährlich aus. Der sieht verdammt gefährlich aus. Ich wünschte, es gäbe einen Schnellspeicherpunkt. Eigentlich kann da nicht viel passieren. Aber ich habe jetzt meine Special Awesome Fähigkeit da jetzt für den anderen schon benutzt. Das war jetzt nicht so schlau. Ich bin ausgewichen. Yeah, Mann. Oh Gott. Der hält ordentlich was aus. Der hält wirklich richtig ordentlich was aus. Und da kommen schon die nächsten Lakaien wieder. Oh, ich hasse es. Diese scheiß kleinen Mistviecher. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Stirb, verdammte Bogenschützen. Du auch, stirb. Okay, ich krieg dich, ich krieg dich. Du mich nicht, ich dich aber. So, jetzt, jetzt, jetzt. Ach was. Passt schon, keine Panik. Ah, diese kleinen Mistviecher. Sterb doch einfach. Halt die Fresse da hinter mir, Mann, du störst. Hä? Ja, Mann. Ui. Was, und ich krieg nur so ein bisschen Geld von dem? Ernsthaft? Has acquired a giant battle mount from the unknown lockbox, was auch immer. Ja, das war es jetzt offensichtlich schon. Kann ich die Truhe öffnen? Nein, kann ich nicht. Die kann ich bestimmt gleich öffnen, wenn ich den hier befreit habe oder vielmehr mit dem gequatscht habe. Ja, ich war am Diebstahl der Krone von Neverwinter beteiligt. Ich war ein treuer Nasher, aber der Karsof mich hier meinem Schicksal überlassen hat. Bin ich niemandem mehr zu etwas verpflichtet. Ich sage euch, wo sich Karsof verkrochen hat und auch, wo er die Krone versteckt hält. Erinnert diesen verräterischen Hund daran, dass Loyalität für beide Seiten gilt. Am besten, während ihr ihm eure Klinge in die Gedärme dreht. Huhuhu, da ist aber jemand sauer, meine Güte. Okay, jetzt kann ich die Truhe öffnen und bekomme auch meine Belohnung. Ja, gut. Dann komm mit, mein Freund. Was ist das denn? Oh, ich dachte schon, ich müsste jetzt da durchschwimmen. Das wäre ja ekelhaft gewesen. Moment mal, hier hinten, ne? Da. Juhu. Jo. Was auch immer diese tragbaren Altäre bringen. Hier ging es noch weiter, glaube ich. Geht's hier noch weiter? Kann ich hier noch irgendwas? Gibt's hier noch was? Nicht, dass hier wieder irgendwelche Fallen sind und ich gleich wieder einfach halb tot bin. Ich wusste es! Ah, gerade eben von geredet und jetzt schon wieder... Oh mein Gott. Nee, aber jetzt warte ich auf dem Lagerfeuer. Jetzt ist mir das so blöd. Ja, ich weiß. Armverletzung. Ich werde jetzt einfach hier... Ach nee, dann muss ich 5 Minuten da bleiben, ne? Das ist ja blöd. Okay, aber jetzt gebe ich erstmal bei dem hier meine Quest ab. Gothwen hat uns alles verraten. Wir wissen, wo sich Karsof versteckt und auch, wo er die Krone aufbewahrt.
Mit etwas Glück haben wir sowohl ihn als auch die Krone, bevor der Tag zu Ende geht. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Von Gothwin haben wir die Information, dass Karsov in einem Haus in der Nähe Unterschlupf gefunden hat und sich die Krone im Hauptquartier der Nasher befindet. Meldet euch bei der gefreiten Zoe Fargo, sobald das Gebiet gesäubert ist. Sie hat ein Auge auf das Haus, in dem sich Karsov versteckt. Jut. 2077. Die Verletzung habe ich aber immer noch. Toll. Ja, ich kann mal wieder P und so. Und jetzt kann ich auch gleich, wartet's ab, wenn ich hier dann meine Klassenmechanik freigeschaltet habe, drückt Tab, um zwischen Fernkampfhaltung und Nahkampfhaltung zu wechseln. Eure frei verfügbaren Kräfte und Begegnungskräfte haben je nach Haltung unterschiedliche Wirkung. Sprich, ich werde jetzt erstmal hier den Pfeilregen aufwerten. Das Black Lake Viertel ist feindliches Gebiet. Seid gewarnt. So, und jetzt kann ich hier auch 10 Punkte, ach, Stufe 10 muss ich nachher erreichen. Hat sich erledigt. Ich muss noch eine Stufe aufsteigen. Hupsala. Oh, das ist ja geil. Mich gerade voll erschrocken. Kann ich noch ein bisschen von meinem Stuff verkaufen? So. Das kann ich nicht gebrauchen. Verkaufen. Oh, ich habe einen neuen Bogen auch noch. Cool. Das Zeug kann ich verkaufen. Schwächere Schriftrolle. Behalte ich einfach mal. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das wichtig ist. Okay. Dann würde ich sagen, 18 ist gar nicht so übel. Dann würde ich gerne die Stiefelchen anlegen und den Bogen ausrüsten. Dankeschön. Jo, was ist das denn hier? Aura der Grausamkeit. Warum habe ich das denn bitte? Lagerfeuer. Plus 1 auf alle Attributwerte. Und ich bin immer noch verletzt, ja. Vermindert stark den ausgeteilten Schaden. Okay, dann sollte ich mich vielleicht jetzt nicht unbedingt noch mit jemandem anlegen. Das Black Lake Viertel ist feindliches Gebiet. Seid gewarnt. Belebender Langbo. Mehr Schaden, mehr Kraft, mehr. Also, ja, okay, der kann also weg und der kann auch weg. Gut, dann mache ich das doch mal. Dass ich die zwei Sachen ja auch noch verkaufe. Weg damit. Und dann habe ich immer noch 18. Ja, gut. Aber das ist doch schon mal viel wert. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe, aber wenn es zu wenig ist, ist es halt dieses Mal eine etwas kürzere Folge geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich werde dann demnächst wahrscheinlich den Kopf der Nasher einen Kopf kürzer machen. Ja, okay, der war schlecht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.